Hallo und herzlich willkommen in Steffis Kartenhaus. Ich wollte mit euch heute dieses kleine Goodie, kann man sagen, da passen drei Schokoriegelchen rein, mit euch basteln. Ich habe das für die Lehrer meiner Kinder gebastelt. Ruhezeit Glück. Ich finde, das ist ein guter Wunsch für die Sommerferien. Jetzt habe ich mich für ein bisschen was Pastelligeres entschieden. Schön ist, dass man dabei die Best-of-Trio-Stanze total super benutzen kann. Gleichzeitig kann man es natürlich auch ohne die Stanze gestalten. Das finde ich immer ganz gut, dass man einerseits Anregungen bekommt, wenn man sie hat, aber dass man es auch machen kann, wenn man es nicht hat. Genau, heute wollte ich dieses Goodie in Candyland-Farben, süße Weihnachtszeit. Das ist ein Produktpaket mit einem Lebkuchenhäuschen. Türen, Fenster, die Tür hat sogar ein Herzchen, ein Weihnachtskranz, ganz tollen wolkigen Rauch, ein Herzchen, süßen Tannenbäumen und ich wollte einfach süße Grüße hier in diese Wolke stempeln. Das finde ich passt natürlich richtig, richtig gut. Und es geht los mit dem Grundgerüst. Ich habe mich für das Designerpapier, ich glaube, es heißt Tagtraum. Das ist das Gastgeber-Designerpapier aus dem Jahreskatalog. Tagtraum, genau. Wunderbar pastellig. Haben wir jetzt hier Blütenrosa, Aquamarin und Osterglocke. Das Grundgerüst wollte ich gerne in Gelb haben. Und dann geht es nämlich auch schon los. Ihr braucht einen Streifen Designerpapier oder Farbkarton, je nachdem, wie ihr euch entscheidet. Jupp. Einmal in die Richtung, der 5,5 cm breit ist. Breit, breit, breit. 5,5 breit. Und 21 cm lang. Das Ganze geht so. Also, das kommt mir irgendwie so schmal vor, aber stimmt schon. Also 10 cm Falzen, 1 cm für die Breite, also 11 cm und bei 21 cm schneiden wir ab. Und das ist dann unser Grundgerüst. Jetzt brauchen wir hier diese Manschette, dass sie seitlich nicht rausfallen. Da braucht ihr ein Stück, das 4 cm mal 14,4 cm breit ist. Und da falzen wir jetzt bei 5,6. Sechs Komma sieben. Ich gebe einfach immer einen Millimeter zu, damit es gut rumpasst. 12,3. 13,4. 4. Und bei 14,4, also bei 1 cm Klebelasche, schneiden wir ab. Genau. Könnt ihr schon, wenn ihr Designerpapier genommen habt, reicht es absolut, das mit den Fingern hier zu knicken. Genau. Und hier kleben wir es dann quasi zusammen. Schauen wir mal. Mit dem Millimeter gute Zugabe passt es auch gut rein. Jetzt machen wir erstmal den oberen Rand. Schwupps. Ah, und Band habe ich ganz vergessen. Ach, das sehen wir dann. Also jetzt legen wir es hier möglichst gerade aufeinander. Passt genau. Und
links und rechts gucken, dass es möglichst mittig ist. Und ich habe mir jetzt mal überlegt, jetzt haben wir hier diese männlich cleanen Tags. Jetzt gehen wir hier rechts und links mit dieser ein bisschen romantischen Variante, den Schnörkeln. Und wichtig ist, dass man es dann auf die Rückseite dreht und hier auch stanzt, dass man die gleichen Schnörkel hat, dass es gleichmäßig ausschaut. So, jetzt kleben wir das Ganze zusammen. Ich würde es erst auf die Vorderseite kleben. Oder wie machen wir es? Vorderseite, Klebelasche, Rückseite. Ja. Was hier vorne ist, das könnt ihr euch selber überlegen. Wahrscheinlich konnte jetzt noch nicht so viel schief gehen. Deswegen haben wir zwei gleich schöne Seiten. Das passt jetzt einfach hier an. Oh, jetzt haben wir es schon hier. An der Falzlinie entlang legen. Der Tombo, der zieht sofort an. Schauen, dass es gerade ist. Dann auf der Rückseite kleben wir zuerst hier die Klebelasche an. Ist ein bisschen einfacher. Wenn ihr die Schokoriegel schon habt, ist es auch wirklich eine gute Idee, wenn man das schon füllt. Hat man ein bisschen Widerstand drin. Ich mache das mal. Eins, zwei, drei. Dann kann man es besser kleben. Ansonsten müsst ihr euch vielleicht den Momento-Stempel rein, das Momento-Stempelkissen reinmachen oder eine kleine Schachtel oder innen einfach mit dem Papierfalter ein bisschen unterstützen. So. Und hier kleben wir auf. Und dann ist das Grundgerüst schon fertig. Das gefällt mir gut, weil es ist irgendwie super papiersparend. Es ist zeitsparend und ich finde es total hübsch. Es ist oben geschlossen. Das heißt, das kann man auch mal Kindern im Schulranzen mitgeben, ohne dass alles durch den Schulranzen purzelt. Und jetzt widmen wir uns dem Häuschen. So, also was haben wir für Stempel? Wir haben natürlich den Hausstempel. Ah, natürlich passen auch alle, sage ich die ganze Zeit natürlich, es passen alle Stempel durch die Mini-Stanzmaschine. Schupp. Rechts und links. Eins und zwei. Oben und unten. Nein. So. Und für das Häuschen gibt es einen sehr flächigen Stempel. Ich fand, jetzt haben wir schon so schön zusammenpassendes Papier. Das Grundgerüst wollte ich jetzt gerne einmal ausstanzen. Häuschen finde ich ja gerade zu Weihnachten oder generell total süß. Finde ich auch schön, weil die wie so eine neutrale Fläche sind. Die kann man eben im Weihnachtslook dekorieren. Man könnte jetzt an die Fenster Mini-Blüten machen für den Frühling. Haben wir ja in diversen Standsets, so ganz kleine Blüten. Man kann das Haus in den Sonnenschein setzen für den Sommer oder an den See, auch für Urlaub oder in den Wald. So, und es hat hier so eine ganz süße Dachzinne, aber ich überlege gerade, vielleicht stempeln wir das einfach. Wir probieren es mal. Wenn es nicht schön geworden ist, muss man es einfach nochmal machen. So, ich denke jetzt hier an Savanne. Mal schauen, wie das wird. Ich hoffe, ihr seid auch ein bisschen experimentierfreudig. Oh, ich habe sogar schon ein paar Häuschen hier ausprobiert. Das ist ja toll. So. Das hier ist quasi das Grundgerüst, damit ich weiß, wohin ich dann stempeln muss.
Da habe ich mich auch für Savanne entschieden. Vielleicht machen wir es. Das wird Espresso sein, wenn ich das hier richtig sehe. Und die Ränder stempeln wir jetzt auch in Espresso, weil das sieht man auf jeden Fall sehr gut auf dem Designerpapier. So, unten am Boden orientieren wir uns. Es ist auch, glaube ich, nicht komplett gerade, auch nicht komplett gerade auf dem Stempel. Dann haben wir hier als nächstes im Stempelset einfach die Fenster. Könnte man eben dann auch in einer anderen Farbe machen wie die Tür. Finde ich auch süß, wenn man irgendwie simulieren will, dass Licht brennt oder so. Bietet sich auch gelb an. Ah, schaut, Silvane sieht man auch sehr gut. Dann machen wir die Tür ein bisschen dunkler. Das ist schön, dass das alles so in Einzelteilen dabei ist. Da kann man richtig jedes Häuschen individualisieren. So, und den Dachfirst, heißt das so, werde ich jetzt wieder in Espresso stempeln. Es könnte auch Wildleder gewesen sein, wenn ich mir das jetzt hier so genau anschaue. So, das Mini-Espresso-Stempelkissen kommt oft bei Kartensets mit. Ich freue mich immer total, wenn ich mir so ein Kartenset kaufe und dann eine Stempelfarbe dabei ist, die ich noch nicht habe, dann ist das natürlich doppelt toll. Ah. Was mich jetzt ein bisschen irritiert, seht ihr es auch? Das ist ja die Stanzform zu diesem Set. Ach, ich habe die ausgeschnitten, weil hier der Dachfirst absteht. Genau, entweder man klebt es extra drauf, wenn man links und rechts es abstehend haben möchte, oder man schneidet es aus. Verstanden. So, dann gibt es noch ein schönes Herzchen. Schauen wir mal, wie es ausschaut. Zuckersüß. Das Schöne ist, dass der Spruch hier die Wolke ist. Deswegen kommt es recht weit runter. Brauchen wir noch Flüsterweiß, wo wir die Wolke. Hier sind meine Flüsterweißreste. Hier. Es ist ja gar keine Wolke, es ist der Rauch aus dem Candy House. Jetzt müssen wir mal überlegen. Da ist die Wolke. Es gäbe auch noch einen süßen Zaun. Das wäre vielleicht auch ganz nett. Aber jetzt schauen wir erstmal, wie viel Platz die Wolke braucht. Ob wir dann noch, ob es dann reicht oder ob noch was geht. So, das durch die Stanzmaschine. Die hat hier so eine Auskerbung, wo sie aus dem Kamin kommt, also so für eine Verengung. Aber das würde ich sonst, wenn ich das als Wolke hernehmen wollen würde, was absolut geht, einfach mit der Schere ein bisschen korrigieren. Seht ihr, die Wolke hat hier so ein Näschen. Das würde ich einfach mit der Schere abschneiden und dann kann man das wunderbar als Wolke hernehmen. Aber nachdem wir das jetzt hier als Spruch Rauch hernehmen wollen, ich würde jetzt in Aquamarin stempeln. Ich hoffe, upsie, kann man gut lesen, aber ich mag das total gern, wenn wir ein bisschen in den Farben bleiben. Und dann brauchen wir hier vielleicht noch ein Osterglocke-gelbes Herzchen. So, schauen wir nochmal in unser Stempelset.
Oh, was auch sehr schön wäre, ist vielleicht, wenn wir hier so einen Schnörkel, so einen Zuckerguss hier noch stempeln. Das könnte ich mir auch gut vorstellen. Jetzt erstmal den Spruch, süße Das ist natürlich wunderbar schön neutral. Kriegt vielleicht derjenige, der oder diejenigen, diesmal haben wir ganz viele, die hier auf unser Haus aufpassen, werden wir bald in den Urlaub fahren. Da ist das natürlich hervorragend geeignet. So, machen wir wirklich nur einen kleinen. Also mit der Hitze gehen bei mir die Kleber alle zu. Muss ich gleich mal gucken, wie ich später noch einen Workshop habe, dass wir die alle wieder aufpieksen. So, süße Grüße. Mache ich mal hier unten relativ viel Kleber und oben lasse ich es. Ich habe nämlich gesehen, es geht so ein bisschen über das Schleifchen hier oben. Ach ja. Gut ist, dass ich hier schon die Merci's drin habe, weil wenn ihr natürlich jetzt oben noch den Zuckerguss stempeln wollt, dann wäre es besser, wenn man erst stempelt und dann aufklebt. Also Zuckerguss. No risk, no fun. Sonst nehmen wir spontan, kleben wir einfach ein anderes drüber. Oder würde auch gehen. Wenn es nichts wird, dann nehmen wir das nächste Häuschen. Ach, diese Wolke ist aber auch wirklich süß. Kann ich euch gar nicht sagen, was mir da auch am besten gefällt. Ganz niedlich sind auch, da sind so kleine Lollis dabei, die man in den Garten stecken kann. Ich weiß nicht, wer als Kind Peterchens Mondfahrt die Geschichte oder jetzt seinen Kindern vorliest. Da kommen die ja ins Süßigkeitenland. Wunderschön geworden. Yay! Da kommen die ins Süßigkeitenland. Und genau so, dass da quasi die Lutscher aus dem Boden wachsen, genau so habe ich mir das immer vorgestellt mit dem Süßigkeitenland. Da seht ihr, ist ein bisschen verlaufen. Probiere das jetzt noch mal mit unserem dunkelsten dunkelbraun Espresso. Das muss ich mir jetzt auch unbedingt mal als großes Stempelkissen kaufen. Das ist bei Celebrate. Oh, schaut mal, das schaut doch so schön aus. Jetzt sause ich ganz schnell und hole noch eine Gabel. In den Farben. Schauen wir mal. Ich bringe euch mal was mit. Jade finde ich vielleicht ganz gut. Also das nehme ich auch wirklich sehr oft her. Das nehmen wir jetzt, oder? Da braucht man wirklich hier nur so einen Schniepel. 9 cm lang, würde ich sagen. Das binden wir jetzt zu. Das Gute ist, ihr habt es ja vorher gesehen, man kann die Schokolade auch seitlich entwenden. Das heißt, man kann es essen, ohne kaputt zu machen. Mag die da nicht durch? Ja, unglaublich. So. Sogar ein bisschen lang, ne? Jetzt machen wir erstmal einmal durchziehen, dann ein dünneres Garn und damit dann die Schleife binden. Und schon haben wir unser Goodie fertig. Es gibt jetzt hier noch mal den Vergleich. Das ist so schön, das könnt ihr mit jedem Designerpapier machen, mit jedem Produktpaket. Einfach
Es reicht auch wirklich, ihr müsst es gar nicht so aufwendig dekorieren. Es reicht wirklich das Grundgerüst und dann ein Etikett mit vielen Dank oder schön, dass du da bist. Und wenn man eben Lust hat, neue Sachen auszuprobieren, neue Produktpakete, dann kann man hier Designerpapier und Stempel und Sprüche einsetzen und dann ganz toll mit seinen neuen Sachen arbeiten. Ich hoffe, ihr macht das alle zahlreich nach. Erwähnt mich gerne, damit es mir auch angezeigt wird. Ich bin mit Steffis Kartenhaus auch auf Facebook und Instagram unterwegs. Wenn ihr Stempelsachen bestellen wollt, alle Produkte, die ihr hier seht, könnt ihr über mich und bei mir besorgen. Gerne schreibt ihr mir eine E-Mail mit euren Wünschen oder geht über den Link direkt in den Shop. Da freue ich mich wirklich, wenn ihr mein kleines Business unterstützt. Und jetzt wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Genießt den Sonnenschein, wenn bei euch die Sonne scheint. Und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss!